werden Sie sich Frau Forrest in Klagenfurt ansehen? Habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe nur die internationale Presse jetzt ein bisschen verfolgt. Also es ist schon außerhalb von Kärnten wahrscheinlich auch positiver gesehen als in Kärnten selber. Ich glaube, die ganz große Schwierigkeit war vor allem, dass der WRC genau in dem Jahr, wo der Spanienwald gepflanzt wird, als Kunstprojekt, und das ist es ja, in die Europa League kommt. Und das ist natürlich schade, wenn die nicht bei uns da spielen können. Ich glaube, da war die Stadt- und Landespolitik etwas gefragt. Aber ich glaube, das ist jetzt eh, wie es ist. Also, vielleicht hat es aber den WRC Glück gebracht, dass sie nicht in Klagenfurt spielen, sondern in Graz. Folgt Ihnen das? Das Thema Klimaschutz ist schon ein sehr, sehr wichtiges. Also wir sehen speziell auch in Kärnten, in ganz Österreich, dass die Temperaturen steigen, dass das der menschengemachte Klimawandel ist aufgrund der großen CO2-Emissionen, die wir haben. Und auch wir in Österreich sind gefordert, dass wir diese CO2-Einsparungen zustande bringen. Und der Wald ist schon ein Symbol dafür, weil er erstens Teil der Lösung ist. Nirgendwo wird so viel CO2 gespeichert wie im Holz und im Boden. Also das sind die zwei großen CO2-Speicher, und er ist einer der Hauptbetroffenen. Wenn wir beispielsweise nach Eisenkoppel schauen, dieser ganz arge Windwurf, zweimal eigentlich hintereinander innerhalb kürzester Zeit, der ganz arge Borkenkäferbefall. Also diese Schädlinge sind auch ein Ausfluss des immer wärmer werdenden Klimas. Von dem her ist das als Kunstprojekt, und Kunst soll ja immer polarisieren und aufrütteln. Hat es, glaube ich, auch ihren Dienst erfüllt oder seinen Dienst erfüllt. Folgt Ihnen, muss ich nochmal fragen. Oder finden Sie es unfreundlich? Oder ist das so viele Meinungen, also, wie du jetzt? Aber also wie so oft bei solchen Projekten gibt es nur schwarz oder weiß. Und das liegt immer im Auge des Betrachters. Es wird, glaube ich, sehr viel über den Nebenschauplätze diskutiert. Dass man mit Kunst einfach aufrüttelt und zur Diskussion anregt, das ist wichtig und ist auch richtig so. Und werden Sie sich anschauen? Ich weiß noch, wenn ich dazu komme. Ich glaube, das ist bis Oktober. Ja, das ist 27. Oktober. Genau. Vielleicht geht es sich dann im Oktober noch aus. Ich bin fertig. Du, okay. Die ÖVP ist in Kärnten nicht immer so stark gewesen, auch bei letzten Nationalratswahlen nicht. Was für Pläne habt ihr, um jetzt noch eins zu werden, auch in Kärnten? Also wir waren bei der letzten Nationalratswahl 2017 in Kärnten mit dem größten Plus gesegnet aller Bundesländer in Prozenten, 11,6% Plus, zugegebenermaßen vom dritten Platz aus, aber es war, also 11,6% musste man wieder zurückgewinnen, also es war schon sehr beachtlich. Und mir ist was wichtig, in der Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren einfach zu zeigen, dass wir das Versprechen zu entlasten und vor allem notwendige Reformen anzugehen, dass wir das wirklich umsetzen. Und das haben wir zustande gebracht. Und ich bin jetzt sehr viel unterwegs, von Laufenthal bis Heiligenblut. Das ist das, was auch am positivsten wahrgenommen wird, dass man erstmals das Gefühl in Österreich gehabt hat, da wird nicht gestritten und da befasst man sich nicht mit sich selbst, sondern da wird wirklich auf das Land gearbeitet. Und den Weg wollen wir als Volkspartei einfach weitergehen. Also glaubst du, dass ihr Nummer 1 schaffen wird? Das ist das absolut erklärte Ziel. Vom Hintergrund jetzt dieses, wie soll ich sagen, dieser Rede von der Frau Stenzel in Wien vor den teils identitären, das ein bisschen eine unheimliche Geschichte ist, wie stehen Sie zu einer Neuauflage der Koalition durch Kiesblau? Ist extrem schwierig. Also speziell der Ibiza-Skandal war einer der größten Politikskandale der Zweiten Republik. Der Vizekanzler hat in Ibiza die halbe Republik zum Ausverkauf angeboten. Das als so für eine Geschichte abzutun, ist zu wenig. Das ist wirklich ein fundamentaler Skandal, der da passiert ist. Vor allem, wenn da über Zeitungen spekuliert wird, die man sich unter den Nagel reißt, und Wasser, das man privatisieren will, dann sind da einfach rote Linien überschritten worden. Die gehen nicht, wenn man eine der wichtigsten Funktionen in einem Staat bekleidet. Und dass daneben dann noch irgendwie gegen Parteispendenleistungen angeboten werden, ist einfach ein Liebäugel mit Korruption, das man nicht akzeptieren kann. Also von dem her ist eine Neuauflage
etwas sehr, sehr Schwieriges. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, egal wie die Wahl ausgeht am 29. September, dass man mit allen Parteien auch Gespräche führt. Ich halte nichts davon, dass man jemanden per se schon im Vorfeld ausschließt, weil das die Grundlage einer Demokratie ist, dass der Wähler an Bord ist. Und der Wähler sagt dann, wer soll die stärkste Partei sein und wer halt vielleicht auch rausfliegen oder wieder reinkommen oder wie auch immer. Und das ist das Grundwesen einer Demokratie und dem fühlen wir uns als bürgerliche Volkspartei zu 100% verpflichtet. Zu verständlich, zu dieser Rede, was sagt sie dazu? Unsäglich, weil nicht zu wissen, dass das eine Veranstaltung der Identitären ist, glaube ich, kauft ihr niemand ab. Und wir haben eh speziell nach diesen Christchurch-Attentaten genug Informationen auch über die Identitären gehabt, speziell auch, glaube ich, in der FPÖ. Und mir fehlt da jegliches Verständnis, dass man da nicht saubere Trennlinien zieht. Vor allem, wenn im Raum steht, dass der Martin Sellner da auch als Chef der Identitären vor der Hausdurchsuchung gewarnt worden ist und sonstiges. Also, dass die FPÖ sich nicht klar abgrenzt und nicht einfach sagt, dass diese unsägliche Art des Extremismus in Österreich keinen Platz hat. Das verwundert mich ehrlich gesagt. Und wenn man sich ja überall hinstellt und sagt, man will wieder Verantwortung übernehmen, weiß ich nicht, wie sich das mit solchen Fällen ausgehen soll. Glauben Sie, sollte sie zurücktreten als nicht amtsführende Stadträtin? Das ist immer in jeder Partei die Entscheidung der jeweiligen Partei. Der Norbert Hofer hat sich ja jetzt auch mit stärkeren Durchgriffsrechten ausstatten lassen. Ich glaube, da ist auch einmal ein Machtwort des Parteichefs gefordert. Wir haben in Österreich, vor allem in den ländlichen Regionen, ein großes Problem, die Abwanderung. Mhm. Bei uns da im Lammental, Anzig-Wolfsberg, wo es ein bisschen einen Zuzug gibt, alle anderen sind ja mit massiven Abwanderungszahlen konfrontiert. Was sind deine Pläne, was man dagegen tun kann, gegen die Abwanderung in den ländlichen Regionen? Also dieses eine Konzept, wo man auf den Knopf drückt und dann sind die Probleme gelöst, die gibt es nicht. Jede Region ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich war ja in den letzten anderthalb Jahren zuständig auch für den ganzen Bereich ländlicher Raum, Infrastrukturpolitik, Regionalpolitik. Das ganz Entscheidende ist, dass aus den Regionen selber einfach etwas entsteht. Weil nur wenn dort die Leute an den Strang ziehen und wenn sie eine Vision entwickeln, dann kann man entsprechend eine Hilfestellungen geben. Von oben aber Konzepte verordnen, hat noch nie funktioniert. Also speziell im Kommunismus haben wir ja gesehen, was für ein Baufleck das oft dann mit sich bringt. Aber ich glaube, das, was die Politik machen muss, und da sind die Gemeinden, das Land und der Bund gefordert, ist einfach alles zu unterstützen, was vor allem die Wirtschaftsansiedlungen betrifft, was Infrastruktur betrifft. Also speziell für uns da, die Qualmbahn, das ist ganz, ganz ein entscheidender Schlüsselstall, dass wir einfach auch diesen Anschluss in Zukunft haben werden. Und Bildung ist natürlich ein ganz großes Thema. Also das Schulwesen vor Ort zu haben, ist einfach ganz entscheidend, damit die Leute, wenn sie dann aus der Schule kommen, da Arbeitsplätze finden und in letzter Konsequenz auch bleiben. Ich glaube auch vor allem, dass die Landwirtschaft ein Schlüssel ist. Überall dort, wo landwirtschaftliche Betriebe zusperren, ist es immer so eine Frage der Zeit, bis der Rest mit abwandert. Also zuerst sind es immer die landwirtschaftlichen Betriebe und dann kommt der andere Rest. Deswegen sind wir auch gut beraten, darauf zu schauen, dass wir unsere landwirtschaftliche Produktion absichern. Wir haben ja jetzt große Diskussionen über dieses Kuhurteil beispielsweise gehabt, was zum Teil zu Unrecht belächelt worden ist, weil wenn die Bauern die Kirchen immer auftreiben, sperren sukzessive die Höfe zu, ist das eine massive Einbuße für den Tourismus und wenn er oft auch nicht so intensiv ist. Also das sind so Kettenreaktionen, die man nicht unterschätzen darf. Und ein ums andere dünnt der ländliche Raum immer stärker aus. Und da muss man wirklich mit aller Kraft dagegenhalten. Und eines der Konzepte, das ich ganz massiv verfolge, ist, die Herkunft stärker herauszuschildern. Jetzt wird viel über dieses Mercosur-Abkommen diskutiert, wo Rindfleisch importiert werden soll und da die europäischen, österreichischen Märkte sehr stark unter Druck kommen würden. Ich halte es generell für sehr wichtig, draufzuschreiben, wo etwas herkommt. Nicht nur bei Frischprodukten, sondern auch bei verarbeiteten Produkten, Fleisch beispielsweise, das ist eine große Klimaschutzdiskussion, darauf zu schauen, wo es herkommt, das lückenlos dann eben auch nachvollziehbar zu machen,
Das ist wirklich ein Schlüssel für die Zukunft. Auch um Produktion wieder stärker dort zu halten. Weil es ist ja nicht nur, also das Rindfleisch oder Schweinefleisch ist das eine, aber die Verarbeitung, das sind ja dann in letzter Konsequenz die Arbeitsplätze. Du hast es im Kuralpenbahnhof schon angesprochen, im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Lithium ist mir da jetzt irgendwie abgegangen. Sollte da versucht werden, dass wir Lithium, dieses Umwandlungswerk hier im Land erhalten, dass wir da mehr tun in Bezug auf Lithium? Also wenn vor allem auch alle umweltrechtlichen Aspekte geklärt sind, wenn das wirklich aus dem Gesichtspunkt auch zu 100% sicher ist, glaube ich, muss man das Projekt auf jeden Fall verfolgen. Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe, speziell für Speicher, für Batteriespeicher, für E-Mobilität. Ganz große Schlüsselfrage für die Zukunft. Mobilitätssektor, einer der Bereiche, wo wir die größten Schwierigkeiten haben, auch mit dem CO2-Ausstoß. Macht viel Sinn, wenn es dann aber natürlich auch sehr ressourcenumweltschonend abgebaut wird und verarbeitet wird. Und speziell auch diese Verarbeitung ist halt natürlich ein großes Thema. Und da würde mich für Stahl natürlich wahnsinnig freuen, wenn ein derartig großer Industriebetrieb sich da ansiedeln würde. Aber, und das ist für mich immer entscheidend, nie auf Kosten der Umwelt und der Natur, sondern immer unter Auflagen von den höchsten Standards, die es gibt. Unter der Voraussetzung, dass Sie der nächsten Regierung wieder als Ministerin angehören, haben Sie schon irgendwelche Pläne, die Sie dann fürs Land umsetzen möchten? Also dieses Thema Wirtschaftsstandort stärken, das ist uns wirklich ganz wichtig als gesamte Bundesregierung. Also wir haben jetzt relativ gute Jahre hinter uns gehabt und wir haben gesehen, durch Deutschland, die Rezession, die dort schon auch durch die Gegend geistert, das wird uns erfassen. Also wir hängen eins zu eins einfach an die europäischen Nachbarländer. Das ist für mich ganz ein großes Thema, dass wir es dann nicht verabsäumen, entsprechend dagegen zu steuern. Stichwort Konjunkturpakete und dergleichen. Und da muss Kärnten absolut profitieren. Das zweite ist die Infrastruktur. Also das voranzutreiben ist ganz wichtig. Wir dürfen noch nicht ins Abseits geraten. Auch weil die Landespolitik da vielleicht manchmal immer ein bisschen bremst und sich versucht, da abzukapseln, das ist da absolut falsch. Und das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist Energieproduktion. Wir sind da nicht einmal 100 Kilometer von Krško entfernt, wo Slowenien gerade wieder Atomkraftwerke ausbauen will. Das sind wir unseren Kindern und Kindeskindern schuldig, dass wir alles dafür tun, solche Pläne zu bekämpfen und zu verhindern. Ich bin so dahinter, dass wir 100% Strom aus erneuerbarer Energie produzieren. Wir haben auch im Tal so viel Potenzial für Sonnenkraft, für Biomasse. Auch ein ganz wichtiges Thema in St. André, das Werk wird jetzt oder ist abgeraten worden, weil das Land ein Gesetz nicht umsetzt. Das halte ich für absolut fahrlässig. Das ist ein komplett kurzsichtiger Politikkurs, der, ich weiß nicht, wem dienen soll. Jetzt müssen wir alles, was erneuerbare Energie ist, ausbauen und vor allem die heimische Wertschöpfung steigern. Und gerade da könnte ja regionales Holz auch verwendet werden. Mir fehlt jegliches Verständnis, warum die zuständige Energiereferentin im Land das nicht tut. Zuzug oder Asyl ist so ein recht wichtiges Thema bei uns, zumindest seit 2015. Bei uns auch. Jetzt kommt es wieder. Jetzt ist da etwas, was mich schon seit langem beschäftigt. Warum gibt es eigentlich für Asylwerber kein Prostitutionsverbot? Weil Asylwerber dürfen zwar grundsätzlich nicht arbeiten, auf eigene Rechnung aber schon. Es gehen natürlich viele Frauen her, die arbeiten auf eigene Rechnung in irgendeinem Club, in einem Laufhaus. Das dürfen sie. Und interessanterweise, wenn man sich das so anschaut, werden gewisse Asylwerber relativ rasch abgeschoben. Prostituierte scheint so, als wollte man die im Land behalten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlen mir konkrete Zahlen dazu, damit ich das jetzt ehrlich diskutieren kann. Also da fehlt mir ehrlich gesagt der Hintergrund. Wir wollen ganz klar, dass sich eine Situation wie 2015, dieser unkontrollierte Zuzug, niemals wieder in Österreich wiederholt. Es braucht vor allem auch klare, restriktive Regeln, dass Asylwerber abgeschoben werden. Die also Asylwerber mit einem negativen Asylbescheid, dass die nicht im Land bleiben, sondern dann entsprechend auch schnell das Land zu verlassen haben, damit jene, die wirklich auch
Schutz bekommen, die einen Asylstatus eben auch verdienen, dass man die halt dann entsprechend auch ins System unterbringen kann. Zu dem Fall kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, weil mir da die konkreten Zahlen dazu auch fehlen. Also wenn das so sein sollte, dass da ein Bereich geschützt wird, dann muss man sich das genauer anschauen und entsprechend da Konsequenzen ziehen. Geschützt im Prinzip, man darf auf eigene Rechnung, so wie ein selbstständiger Basis arbeiten. Wie gesagt, mir fehlen ehrlich gesagt da die konkreten Hintergründe, aber ich kann mich gerne informieren. Das war eine Frage. Wie haltet man das aus? Im Wahlkampf ist jetzt Stress, von früh bis spät im Einsatz. Ich kann mir vorstellen, 7 Tage da wohnen fast oder so. Wie haltet man das aus? Wie entspannen Sie derzeit? Wie kommt man da wieder runter von diesem Dauerdruck? Also ich mache meinen Job schon wahnsinnig gern. Und ich glaube, jeder, der das, was er macht, gern macht, der schaut ja nicht auf die Uhr und macht das einfach. Also diesen Spaß am Tun, auch an der Verantwortung, das ist mit der Hauptgrund, warum man dann auch so viel Leistung bringen kann, wo man eigentlich dann selbstmiert ist, weil es echt Spaß macht. Und ich höre schon sehr oft auch von den Leuten ein Danke und super und weiter so. Und es gibt schon eine Kraft. Also wenn der Weg und der Kurs, den man verfolgt, dann auch wertgeschätzt wird, das ist schon sehr viel Antriebskraft. Und ich bin ja auch vor ziemlich genau 14 Monaten Mama geworden. Immer wenn ich ihn anschaue, dann ist das auch so ein ganz klarer Auftrag, speziell in der Umwelt, in der Klimaschutzpolitik, in der Landwirtschaftspolitik, in der Energiepolitik, wirklich was zu tun und umzusetzen. Weil ich habe so ein Privileg haben können, da im Laufental geboren zu sein, aufgewachsen, in die Schule. Ich will, dass mein Kind auch all diese Chancen hat und vor allem in einer derartig intakten Umwelt groß wird. Ich will, dass der das Leitungswasser genauso trinken kann wie ich und in jedes Bach hineinspringen, ohne dass er Angst haben muss. Und das ist schon ganz, ganz ein großer Auftrag, also fast der größte. Eine letzte Frage von mir. Du warst ja jahrelang EU-Abgeordnete, dann warst Ministerin. Nicht so lange, aber 1,5 Jahre waren es auch. Was war für dich schöner und warum? Das kann man nicht vergleichen, das sind komplett andere Jobs. Also das ist so, wie wenn du zuerst irgendwie in komplett anderen Branchen arbeitest, obwohl es die Politik ist. Mir hat die Europapolitik immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es so diesen ganz großen Rahmen gemacht hat und weil wir einfach in Österreich ganz dringend in der EU mitreden müssen. Dort draußen passiert so viel und entweder ich spiele mit oder ich schaue von Seitenrand zu und ganz ehrlich, ich stehe lieber als Stürmer am Feld. Und in der Regierung ist es wieder ganz was anderes. Also da hast du noch einmal um das Zehnfache mehr an Verantwortung. Speziell bei mir, ich habe eines der größten Ressorts geführt mit fast 4000 Mitarbeitern, mit sehr komplexen Zukunftsthemen auch, wo du jeden Tag gefühlt 200 Entscheidungen zu treffen hast. Also dieser unmittelbare Druck ist in einer Regierungsfunktion ganz was anderes. Also du kannst vor allem auch nie richtig machen. Du kannst schon in der EU schwer richtig machen, aber da eigentlich gar nicht mehr, weil du einfach immer bei jeder Entscheidung fast die Rollen dann auf der Gegenseite hast. Und das ist Abwägen, das ist schon mit das, was die größten Schwierigkeiten auch macht, weil du sehr unter Zeitdruck stehst und sehr schnell dann halt Entscheidungen zu treffen hast. Aber es hat beides wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde wirklich gerne wieder an der Seite von Bundeskanzler Sebastian Kurz in der nächsten Regierung Ministerin sein. Und als Nummer 2, als klare Nummer 2 der ÖVP, willst du irgendwann nochmal die Partei übernehmen? Nein. Das strebe ich nicht an. Ich bin die erste Flügelfrau von unserem Parteiobmann und hoffentlich bald wieder Bundeskanzler. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, vor allem, weil wir uns extrem aufeinander verlassen können. Das ist etwas, das man in der Politik auch nicht allzu oft hat, dass man wirklich ein Team sein kann, das sich blind vertraut, weil wir halt alle eine Vision haben. Und das ist dieses Land vorwärts bringen und wirklich hart für das Land zu arbeiten. Und das passt genauso, wie es ist. Jeder, was er am besten kann.